Hallo alle zusammen und willkommen zur dieswöchigen Experimenttüte. Heute haben wir einmal ein kleines Experiment für euch, was man mit einem Tetrapack machen kann und wie man daraus eine Art Musikinstrument machen kann. Und wir reden ein bisschen über das Phänomen einer Papierbrücke und wie man aus Papier eine recht stabile Sache eigentlich bauen kann. Gucken wir uns direkt mal an, wie das Ganze aussieht. Zunächst mal habe ich hier schon mal das fertige Ding. Das ist ein Tetrapack und wie ihr sehen könnt, haben wir daraus irgendwie was Komisches gemacht. Ich erkläre euch kurz so ein bisschen die Arbeitsschritte. Zuerst habt ihr ein bisschen Pappe dabei. Das sind hier die gelben Dinge. Die müsst ihr ein wenig falten und danach einen gerade und einen schräg auf euer Tetrapack draufkleben. Danach macht ihr hier ein Loch. Das macht ihr am besten, indem ihr euch eine 1-Euro-Münze zur Hilfe tut. Tut ihr da drüber, malt da einmal drumherum und schneidet das Ganze aus. Und nachdem ihr die Pappstreifen festgeklebt habt und hier das Loch drin habt, dann braucht ihr nur noch die Gummiringe, die ihr auch noch in eurer Tüte habt, einfach da drüber ziehen und fertig. Schon habt ihr eine Art Musikinstrument. Denn wenn man jetzt mal hinhört, machen die ganz viele verschiedene Töne. Und das hängt damit zusammen, dass unser tolles Tetrapack hier eigentlich genauso funktioniert wie eine Gitarre. Und zwar geben wir die Schwingung von den Gummibändern durch unseren Steg, also unsere Pappdinger, in den Resonanzkörper, das ist in unserem Fall das Tetrapack, durch das Loch da rein. Und die Schwingung der Gummibänder, die versetzt die Luft im Inneren des Tetrapacks in Bewegung und das macht dann verschiedene Schallwellen, die an unser Ohr kommen. So. Und für unser zweites Experiment schauen wir uns an, was es mit dieser Papierbrücke auf sich hat. Dafür habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Ihr könnt das bei euch zu Hause einfach selber machen mit ein paar Büchern oder sowas. Es geht vor allem darum, zwei etwa gleich große Ebenen zu haben. Und dann ja, legt ihr mal einfach so ein Blatt Papier darüber und mal gucken, wie stabil das Ganze dann wäre. Wenn wir jetzt einfach so ein Stück Papier da drauf tun, habe ich hier so einen kleinen Pappbecher. Das ist nicht besonders stabil. Das bricht einfach durch. Da kann man irgendwie nichts mitmachen. Allerdings, wenn ihr euer Stück Papier nehmt und es faltet und das immer und immer wieder, bis ihr am Ende hier so eine Ziehharmonika habt, so in der Art, dann tue ich jetzt mal die Ziehharmonika auf unser Ding und dann tue ich unseren Pappbecher drauf. Das hält. Und das hält nicht nur das aus, sondern ich habe hier auch noch ein paar Muttern, um die als Gewichte einfach zu nehmen. Ihr könnt dafür alles andere benutzen, was ihr da habt. Spielfiguren, was auch immer, solange es irgendwie in einen Becher passt, sollte das gut sein. Und jetzt gucken wir mal. Zwei Muttern noch drin, drei Muttern drin, vier, fünf, sechs. Es hält immer noch bombensicher. Tja, warum ist das so, dass so ein glattes Papier einfach so umfällt oder einbricht und dass die Ziehharmonika so stabil bleibt? Das hat damit zu tun, dass das Gewicht, wenn wir es auf das normale Papier tun, dass es keine Gegenkraft hat. Also es hat kein Gegengewicht. Es wirkt, wenn wir so, ich halte es jetzt mal oben, wenn so das Gewicht da drauf steht, dann wirkt die Kraft, die Schwerkraft, eben einfach gerade runter und das Papier, das ist einfach nur platt, das hat überhaupt nichts, wie es dagegen drücken kann. Und dann fällt es halt einfach zusammen. Bei unserer Ziehharmonika haben wir aber immer die einzelnen Stellen,
die nach oben gehen. Und der Winkel ist sehr, sehr spitz von dem Papier. Und dadurch haben wir eine tatsächliche Gegenkraft. Das heißt, obwohl das Gewicht hier runter drückt, drückt auch ein bisschen Gegenkraft von dem Papier nach oben. Und so kann man eben auch aus weichen Materialien sehr stabile Dinge bauen. Genau dasselbe wird zum Beispiel beim Häuserbau oder Ähnliches auch verwendet. Dasselbe Prinzip. Genau, das war's von mir diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachprobieren und beim Musizieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!